Ja, das ist der Turm da hinten. Also das heißt, wir müssen hier Slabs setzen, aber das ist nicht so schlimm, wenn wir das machen. Das müsste man mal beobachten. Ich glaube, das nächste, was wir machen, ist, wir werden mal hier Slabs setzen. So, die haben wir. Den anderen da hinten hole ich mir auch. Und irgendwo hier hinten ist so einer rumgeturnt. Der ist da ganz hinten gewesen. Ey, das hat mich auch gewundert, wieso der da unten da. Guck mal, was macht der denn da unten? Oh. Der steht ja völlig. Kloppt der sich da jetzt nicht mit den. Okay. Komisch, ne? Der Turm hier. Der macht Faxen. Hier hinten sind nämlich keine. Gucke mal. Ist alle von dem Turm hier. Komisch, woran das liegt. Wenn wir mal versuchen, auf einmal hier so Slabs setzen halt, ne? Oder Teppiche oder irgendwie sowas. Kommt eh später wegen Deko, aber jetzt, ja, hat mich das genervt. Ah, was man hier alles so hat. So, jetzt erstmal was essen hier. Ja, das ist so die Idee halt, ne? So, habe ich euch mal die Geschichte erzählt mit dieser Figur. Ja, könnt ihr euch denken, ne? Habe ich mich richtig gefreut, Leute. Habe ich mich richtig gefreut und habe ich die echt mal wiedergefunden. Mein Gott, ey, das ist ja schon unglaublich alt. Überlegt mal so, ja, Anfang der 80er, ey, das ist richtig krass. Ich glaube 82 oder so. Wie viel Zeit da schon, ja, vergangen ist. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wie da so die Zeit vergeht, ne? Mag man ja nie glauben. Ja, das liebe Alter, das liebe Alter. Eigentlich einerseits ist es schön, sage ich mal, dass man so reifer wird. Andererseits finde ich, das ist das beängstigend, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ja, und wie die Uhr tickt. Also das ist so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mich, ja, also man hat ja immer das Gefühl, ne, dass man irgendwie was verpasst hat. Also irgendwas ist ja immer, dass man sagt so, hättest du mal da noch gemacht oder hier, das hast du noch nicht gemacht, weil andere haben das gemacht. Das ist ja so menschlich, ne? Das ist ja so, manche Leute, die finden sich halt mit einer gewissen Situation ab, die sagen, gut, das und das kann ich eh nicht erreichen aus dem und dem Grund. Und dann sagen die auch so, nö, ich bin zufrieden so, wie es ist. Wenn die Uhr abläuft, läuft sie halt ab, kannst du eh nichts dran ändern, wird akzeptiert, abgehakt, fertig. So, dann gibt es halt die, die dann halt sagen, so, nee, da ist schon noch mehr möglich. Nur die Frage ist dann auch, wofür? Also da gibt es Dinge, da wo man dann auch sagt, so gut, also also philosophisch jetzt betrachtet, ne, dass man sagt, so ja, nee, also es gibt halt so Sachen, die sind so sowas von unnötig, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, die man auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat, weil einfach, ja, das verrottet eh im wahrsten Sinne des Wortes und das bringt dich nicht weiter. Ne? Sowas gibt es auch. Und andererseits ist dann halt aber auch so Sachen, die dann auch wirklich so erforderlich sind. Und da komme ich wieder mal auf meinen Führerschein zu sprechen, warum ich ja so fleißig jetzt am Lernen bin, weil ich gesagt habe, na klar, brauchen tue ich ihn nicht. Ich habe ein Fahrrad, ich habe Geld, ich kann Taxi fahren. Also von dem her, ja, das ist schon eigentlich kein Problem. Noch habe ich auch meine Ellies, wenn es mal was Größeres ist, zu transportieren oder so, die würden mir sofort helfen. No problem. Ja, nur irgendwie so auf lange Sicht. Auf lange Sicht, ja, und da brauche ich das. Das heißt also, das würde mein Leben dann halt so erleichtern in vielen Punkten und vor allen Dingen mehr Möglichkeiten der Mobilität bieten, ne? Das ist ja Grundvoraussetzung. Also ich finde, so früher hat man so sein Pferd gehabt, ja, das war halt auch wichtig, dass du dann halt auch einen Ortswechsel machen konntest, so einen Wilden Westen oder so, ne?
So, das war mal, das ist ja nicht so einfach so, du bestellst ja was bei Amazon. Da musstest du dann halt auch mal ein bisschen weiterfahren in die nächste Prärie, beim nächsten Kaktus vorbei oder so. Ja, dass du dir dann sozusagen da was Cooles holen konntest dann. Weiß ich nicht, ein Schnitzel oder so, ganz Besonderes, ne? Also das ist klar, ne? Deswegen mussten die auch ihre Reittiere haben, allen voran Pferde halt, ne? Und da hatte jeder Cowboy und Indianer hatte da halt sein Pferd gehabt, so. Und jetzt ist es ja im Prinzip genauso wie mit dem Auto. Das heißt also auch hier, wenn du da halt mal was hast, was so ein bisschen schwerer ist oder du irgendwo mal hin willst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil du einfach mobiler bist, ob du zum Arzt fahren ist, ne? Oder so andere Dinge, das ist dann halt einfach so unerlässlich. Das muss man dann halt machen. Und genau das ist der Punkt, wo ich jetzt halt bin, wo ich gesagt habe, gut, da komme ich jetzt nicht dran vorbei. Das muss ich jetzt halt machen. Ne? Genau, das ist der Point. Deswegen bin ich wahrscheinlich schon wieder so am Nachdenken. So, ich glaube, das wird was hier. Guck mal, ich habe hier so eine kleine Plattform gelassen. Also ich finde das ganz gut, weil es so ein bisschen natürlicher aussieht. Nicht einfach nur so wie so eine Stufen. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier noch so ein bisschen Gras hinkommt, so ein paar Grashalme, sowas hier und ein bisschen, wie sieht man, so Cobblestone und halt so ein, ja, ein bisschen Deko-Elemente. Da bin ich eigentlich ganz gut, was Terraforming angeht. Also stelle ich mir das schon vor, so dass es so dann eigentlich recht natürlich dann auch aussieht. Also bin ich eigentlich so bis jetzt ganz zufrieden. Ich glaube, wir passen das auch da oben noch so an. Das müsste eigentlich klappen. Auf der Seite weiß ich es noch nicht, aber auch da werden wir es sicherlich hinkriegen. Da mache ich mir jetzt gar nicht allzu große Sorgen, dass wir es nicht hinkriegen sollten. So, hier ist übrigens schon die Säule. Also wir sind schon recht hoch. So, 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 so. Der Verbrauch ist natürlich krass, ne? Der ist immens hier, den wir haben. Aber gut. Kostet ja nicht so viel. Bisschen Dirtblöcke da. Da schnell gefarmt, ne? So, schön. Gucke mal. Jetzt brauchen wir das hier nur noch so rüber zu ziehen. Ich denke mal, wir werden auch durchaus hier so schräg bleiben und dann verbinden wir das. Ich denke mal, das ist so am sinnvollsten. So, dann werde ich direkt mal hier oben an der Spitze bei dem Kerl hier mal weitermachen. Gehen wir doch gleich mal hier so ran. Und dann haben wir das doch schon mal verbunden. Und dann würde ich die Aufnahme tatsächlich auch schon beenden, weil ich natürlich auch noch rendern muss. Und meine Stimme auch ein bisschen schonen muss noch, ne? Ja, wie machen wir in der nächsten Folge weiter? Gute Frage. Also entweder machen wir wirklich hier dann weiter, weil das schaffen wir heute in der Aufnahmeseason nicht, das Ding hier fertigzustellen. Und hier drin müssen wir ja auch noch alles machen. Ich würde vorschlagen, dass wir in der nächsten Aufnahme erstmal ein bisschen farmen gehen. Und zwar diese Ranken. Da müssen wir uns Scheren besorgen, zu unserer Farm gehen. Leider haben wir noch keine automatische. Das soll aber auch noch demnächst kommen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir da schon mal so ein paar setzen, sodass die hier... Ja, das ist einfach cooler dann, ne? So, warte mal, ich mach das mal so, so. Passt das so ungefähr? Ja, müsste passen. So, so, so. Ich mach's erstmal so, 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 so. Ja, wir passen es dann später noch an. Hier würde ich gerne mal das so machen, genau. Zwei. Da werden wir eh einen ransetzen, denke ich. Könnte nicht nach innen gehen, ist blöd. Ei, verbrauchen wir hier was an Grasblöcke und an Erde? Das ist ja Wahnsinn. Nee, Rankenfarm, also das ist schon so, wo ich sage, das ist sinnvoll, weil da kriegen wir schon ein bisschen was hin. Da müssen wir irgendwie Bauenmehl, brauchen wir ganz viel, ne, ist klar. Da kommen wir ja nicht drum rum an Bauenmehl. Bone Meal. Und dann müssen wir ein bisschen hier mal was machen. Auch Bäume pflanzen und so, ne? Und dann sieht das auch nicht mehr so wild aus. Hier oben machen wir einfach zu. So, 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 so. Hier können wir meinetwegen so machen. Von mir aus auch so. Machen wir da. No problem. Den können wir wegnehmen. So, machen wir hier erstmal kurz zu. Hier machen wir dann so von mir aus. Dann hier so. So, dann kommt sie nämlich auch hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und schon sind wir oben. Und sieht dann auch nicht mehr so wild aus. Ne? Hier können wir noch einen dritten hinmachen.
Meinetwegen. Hier machen wir zu. So, perfekt. Dann haben wir hier nämlich, was sagt er? Da ist noch eine Lücke. Die muss noch zu. Zwei Lücken. So, hier kommt noch ein Block hin. Kann man machen. Hier würde ich ja noch einen Block hinsetzen. Da würde ich einen hinsetzen und hier hinsetzen. Hier auch. Und dann passt das soweit. Ja, passt. So, und hier oben, was machen wir da? Ja, hier haben wir so ein Problem, ne? Das müssen wir jetzt irgendwie. Ja, also erstmal der hier, ist klar. Moment, wird es gerade dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Komisch, jetzt spawnen hier wieder keine. Ist doch eigenartig. Muss gleich mal gucken, wie lange wir überhaupt schon aufnehmen. Geh mal kurz hier auf den Timer gucken. Da sehe ich es ja immer ganz gut. Ein paar Sachen haben wir eingeblendet. Ach, wir sind bei 1 Stunde und 9. In etwa. Also 2, 4, 6. Naja, machen wir noch kurz 10 Minuten oder was. Ansonsten wird es wieder komisch mit den Aufnahmen. Dann müsste ich wieder für knapp eine Woche haben. Leute, das kann passieren, dass wir auch aussetzen, ne? Das ist dummerweise kann das, ja. Das ist so, was jetzt demnächst passieren kann. Das war das so auch aussetzen, mal so ein bisschen. Was daran halt liegt. Ja, dass ich ein bisschen wie sagt man, wieder ein bisschen eingespannt bin. Ich mach's mal bis hierhin. Weil dann müssen wir hier nämlich runterbauen. So. Und dann hier erstmal. Wobei ich würde ganz gerne den nächsten Block hier machen. Tatsächlich, dass wir hier schon so ein bisschen runterbauen. Es wird dann so sein wie auf der anderen Seite, dass wir da so einen leichten Bogen drin haben. So. Nächste Reihe würde ich dann hier bauen. Ja, das passt. Bin ich zufrieden mit. So, und jetzt haben wir hier unten natürlich das Problem, weil das schon sehr kantig ist, ne? Also hier müssen wir dann so ein bisschen hochbauen. Ist entstanden dadurch, dass wir jetzt hier so das haben. Also wir können hier von mir aus auch nochmal zwei gehen. Dann machen wir hier den dritten. So würde ich es dann bauen. Und den hier hin. Also so würde ich das dann jetzt hier bauen. Und dann machen wir das hier auf der anderen Seite. Guck mal, dann passt sich das ja hier automatisch an. Halt, du nicht, du kommst dahin. So. Und dann würde ich hier wirklich so das so an die Ecke ranbauen. Also so, dass man halt hier hochkommt, ne? Und hier machen wir zu. Und hier würde ich dann genau das gleiche bauen, dass man eben auch hier dann hochkommt, aber immer so versetzt. Also so, so, so. Zack, zack. Und dann die nächste wäre ja dann oben und dann ist hier und dann bist du ja wieder oben. Also das heißt, dass man immer so wie so eine Stufen hat, wo du irgendwie nach oben kommst. Und dann sieht es auch halt ein bisschen natürlicher aus, ne? Hier, Watercave Crafter, the Master of Terraformer. Terraforming. Ja, so kannst du es machen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das Problem hier noch lösen. Würde ich fast sagen, genauso. Hier ist dann halt so die Ecke drin. Würde ich wirklich auch so angleichen wollen. Also ich mache dann mal hier so eine Stufe. Nur von der anderen Seite diesmal. Hier machen wir dann zu. Ja, von mir aus so. Ne, der weg. Hier machen wir einen rein, so. Genau, dann geht es hier runter. So. Hier können wir dann erstmal so lassen, weil das muss auf jeden Fall zu. Zack. Hier machen wir einen hoch. Der kommt dahin, der geht weg. Okay, hier machen wir einen hin. Zack. Hier können wir auch noch eine Reihe machen. Zack. So, erledigt. So, hier kommt jetzt eine Reihe noch ran. Ah, hier muss weg. So, und damit sind wir.
auch oben. Ja, so, das wird ja dann alles einheitlich, ne? Ja, würde ich sagen, ist so eine Berglandschaft so ein bisschen hügeliger, wenn jetzt hier Bäume hinkommen, Büsche und hast du nicht gesehen, fällt das ja nicht auf. Können wir uns auch gerne mal so von unten angucken, wie das aussieht, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. So, und diesen Bogen hier, den wir haben, den machen wir sowieso noch zu. Der zieht sich ja nach unten. Der geht ja von dem hier ab. Das heißt also, hier dieser Bogen hier, ne, den müssen wir jetzt von da oben hier so schräg runterziehen. Also es verlängert sich quasi so nach vorne. Das wird wahrscheinlich hier dann enden, vermute ich jetzt mal. Ne, ich könnte es jetzt auch noch machen, aber habe ich ja gar keinen Bock. Das Schwierige wird dann die Seite werden. Da weiß ich es noch nicht. Da müsste man dann in die Richtung so schräg hochbauen. Also wie wir hier gemacht haben, nur so schräg hier nach oben halt, ne? Dass man wirklich so eine Schräge hat. Da müssen wir dann nochmal holen. Also erstmal mache ich mal kurz den hier erledigen. So, und das wäre dann halt so eine Schräge, die man da bauen müsste. Also kann ich euch das mal kurz zeigen, wie ich es machen würde. Wieso bin ich im Wasser? Hat mich einer runterge... Was ist das denn? Ein Pottwal oder was? Ach nee, da kommt was raus. Was ist das denn? Fehlen mir noch die Wale. Rettet die Wale. So, nee, hier so dachte ich mir das. So, dass man das dann hier so schräg macht. So nach oben geht halt immer, ne? Dann würde ich jetzt hier so einen hinsetzen. Hier, hier. Und dann immer schräg. So. Ne, warte mal, bis jetzt hier oben. So, das nächste wäre dann hier. Hier, 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 hier. So, und dann kommst du ja immer höher. Und dann hast du halt irgendwie so eine Schräge hier. So. Dann die nächste Schräge. Musst du natürlich hier ansetzen. Ah, der ist ein bisschen zu schräg. So, der würde gehen. Ne? So. Hier. Zack. Nee, was erzähl ich denn da für ein Schwachsinn? Warte mal, ist das schon wieder falsch, was ich... Warte mal, ist das schon wieder Quatsch, oder? Die Schräge ist doch schon wieder Quatsch. Nee, Quatsch, was ich da mache, ist Blödsinn. Das muss ja von da oben. Also da die Schräge muss hoch. Hier kommt ja die nach unten. Das kommt da hier nach unten. Das muss ja so nach oben. War schon wieder Blödsinn, was ich da gemacht habe. Kann ich aber wieder abbauen. Nee, da habe ich mich jetzt gerade vertan. Ich dachte gerade, ah, easy peasy, aber das ist falsch, weil das kommt ja nach oben. So, weil die müssen natürlich weg. Ich kann die ja hier nicht. Das geht ja ein Block nach hinten. Also, warte mal, da geht der mal weg. Der geht 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 weg. So, und die Schräge, die wäre hier schon richtig, nur schräger. Weil ansonsten kommen wir direkt da drunter. Das geht nicht. Wir müssen hier bei dem Berg bleiben. Vielleicht von oben und dann runterziehen. Naja, da lassen wir uns noch was einfallen. Notfalls ist es eine Fleißaufgabe. Dann nehme ich es mal irgendwann mit. Und dann haben wir das. Gut, Freunde, würde ich sagen, haben wir das erstmal so weit in den Griff bekommen. Bin ich soweit zufrieden. Komm, wir tauchen jetzt mal hier durch. Durch unseren Tunnel. Den haben wir ja schon. So sieht das hier aus. Ein bisschen spooky. Wenn das dann aber alles beleuchtet ist, wird das richtig geil aussehen. Jetzt ist natürlich alles dunkel hier, ist klar. Das wird richtig geil werden, Leute. Guck mal. Wenn du dann jetzt hier so rauskommst und das ist hier noch... Guck mal, da kommt ja dann überall noch was hin, ne? Also das wird richtig geil aussehen. Also mega Geschichte hier. Aber ist halt sehr, ja, zeitaufwendig. Ne? Zeitaufwendig ist, glaube ich, der richtige Begriff. So, was mache ich heute noch? Kann ich euch sagen. Ich muss heute noch zu meinem Opa fahren. Und da der seine Freundin... Die hat da so ein Problem mal wieder am Computer. Wahrscheinlich irgendwas mit Outlook oder so. Irgendwas wurde mir da schon gemunkelt. Und das mache ich heute noch. Also heute heißt, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ja, ich werde erstmal Mittagessen gehen, ne? Ist klar. Und dann werde ich mich dann mal heute dann nochmal zu meinem Opa gehen. Abends werde ich so ein bisschen wieder auf gute Fragen abhängen. Ja, mal wieder ein bisschen Expertenrat geben. Ja, rendern muss ich natürlich heute noch, dass ihr dann rechtzeitig die Folgen habt. Und ja, also ich werde versuchen, nächste Woche wieder aufzunehmen. Sollte es nicht klappen, dann ist wieder eine kleine Pause da. Aber bis jetzt hat es ja immer ganz gut geklappt.
Ja, und dann mal sehen, wie wir nächste Folge weitermachen. Ich bin gespannt, wie wir es hinkriegen. Aber es nimmt langsam Form an, das ist gut. Dürfen wir nicht vergessen, noch die Slabs uns zu machen. Ja, ich mal gucken, aus was für ein Material. Vielleicht können wir mal ein richtig schickes Material nehmen. Andesit oder so. Und dann machen wir das schön das noch auf der Farm dahin. Eisenfarm, sodass da unsere Golems nicht spawnen. Und außerhalb müssen wir das auch irgendwie machen. Mal sehen, was wir uns da einfallen lassen auf lange Sicht. So, sind wir erstmal wieder in der Base drin. Kann nichts passieren. Freunde, ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zur nächsten Aufnahme-Season. Tschüss!